sind noch gar nicht da. Du bist nur da. Gut soweit, freut mich. Jo, passt. Etwas müde und erschöpft, aber ist normal für mich. So streame ich meistens. So, erstmal lesen alles. Mit was für einer Auflösung streamst du? Mit Full HD. 1080p. Welche Einstellungen? Bitrate, FPS und Auflösung. Ich habe die, wenn du auf Google gehst und Twitch OBS eingibst, ich habe die Einstellungen von Twitch genommen, die mir vorgeschlagen wurden. Ich habe viele andere probiert, aber die sind die besten. Bitrate 3,5, FPS 30 und Auflösung 1080, genauso wie es beim Twitch Guide steht. Also nichts Besonderes jetzt. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe, glaube ich, 1041 Testvideos und Aufnahmen gemacht, immer nur für ein paar Sekunden und so. Und das war bis jetzt das Beste, was Twitch da im Guide geschrieben hat. Naja, warte mal schnell, ich zeig's dir direkt im Stream. Lass mir erstmal hier das Ding suchen. Dann mache ich diesen Browser hier auf. Dann kann man bei Google eingeben: Twitch OBS Settings. Dann ist das erste, was du findest, Twitch Open Broadcaster Software. Das kannst du dir durchlesen mit Bildern, mit allem Möglichen drum und dran. Ich link dir das mal hier direkt. Und dann hast du vielleicht ja, Erfolg oder auch nicht, wie auch immer, schaust halt. Ja, ich könnte ja auch höher streamen, ich weiß aber nicht, ob das ankommt. Ach so, kenne ich schon. Nee, aber ich hab selber meine Einstellungen probiert und das Beste sind dann doch die. Was du noch beachten musst, sag ich mal, ist bei dir die Einstellung von deiner Capture Card vielleicht. Also hast du eine Capture Card oder tust du direkt Stream PC Gameplay vom selben PC auch? Weil ich hab einen extra Stream PC, der das aufzeigt, was ich hier mache. Gex, wenn du mal ein Spiel als Lückenfüller brauchst, empfehle ich Ion. Oh, Ion, das ist aber nicht ein Lückenfüller, das ist doch eine Lebensaufgabe, oder nicht? Das ist nicht eine Lebensaufgabe. Hattest du aber nicht mich gefragt wegen dem Fußballspiel Bayern gesetzt? Hattest du ihn gefragt, oder? Ich hab mich dann gar nicht angesprochen gefühlt. Okay, hast du also, ja genau, habe ich auch auf AVMedia, habe ich doch auch genau das gleiche dann. Ich gehe jetzt mal eine Runde raus, bis später. Alles klar, galaktischer Dark Knight, bis nachher. Kein Bock mehr, geht mir voll auf die Nerven, Strike Gangs, kann es irgendwie nicht schaffen, obwohl ich ein Pro bei Rennspielen bin. Okay, ist komisch, dass du es dann nicht schaffst. Aber ist okay. Ja, ich hab's gelesen, ja. Viele Zuschauer können nicht schauen bei 3500, ich weiß. Ich weiß, es ist Kacke. Aber ich könnte ja auch die Grafik runtersetzen und die Bitrate und alles, aber dann gefällt es mir persönlich nicht. Ich könnte auch auf 27 streamen ja, weniger Auflösung, weniger Bitrate, 2,5 oder auf 2, aber das sieht ja dann total verpixelt aus. Sowas schäme ich mich, so eine Qualität zu bieten, muss ich ehrlich sagen. Wenn dann, mache ich es in voller Qualität. Ich könnte noch höher streamen, aber dann wird es dann auch schlimmer. Gags halt für was zwischendurch, was ich mit dir zocken kann. Ja, finden wir schon. Es sind ja so viele Spiele, die noch kommen. Unten sind ja sehr viele aufgelistet, aber es kommen noch mal wieder zwischendurch Spiele. Aber Ion muss man doch leveln und so. Ich kann doch nicht, wenn ich jetzt mal Ion 2-3 Stunden spiele, dann habe ich doch nichts davon, oder? Nicht. Ja, dann kann es jeder schauen, aber du musst die 100 erstmal erreichen, das nervt. Meinst du Zuschauer wegen dem Quality-Button, die 100? Ich habe ich die Woche schon gehabt, 100 und mehr, und den kriegst du erst viel später, den Button. Der kommt bestimmt nachher nochmal. Der ist gerade unterwegs, hat er mir vorhin geschrieben. Naja.
Grüß dich, Gags. Hey, Tefas, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dich kenne ich doch, oder? Warst du schon mal da, weil er ist länger nicht mehr. Ja, kommt doch darauf an, wie viel Traffic allgemein auf Twitch und sowas ist. Ich habe schon bei 50, 60 Zuschauern den Button bekommen. Habe schon bei 150 oder 200 ihn auch nicht bekommen. Zwischen noch mal so ein Peak gehabt. Also, es immer ändert sich immer so ein bisschen. Ja, genau. Oder manche auch erst ab 200 oder 300. Bitte euch hier nicht irgendwie anmalen oder anmachen. Lernen erstmal schreiben ist nicht nett. Marco, cool bleiben bitte. Zock jetzt ein bisschen Xbox, bis später oder so. Alles klar, Nick. Bis später dann. Ja, ich weiß. Und ich möchte das auf jeden Fall irgendwie ändern. Aber ich weiß nicht, das ist schwierig. Es ist halt so mit den Deutschen. Kann man nichts machen. Deswegen versuche ich halt zu streamen, viel zu streamen, lange, dass ich irgendwann vielleicht supported werde und so. Und dann kann ich anderen helfen, auch supporten. Aber solange Twitch das nicht so erkennt, kann ich jetzt auch nichts tun momentan. Hey Crazy 2309 or Crazy 2309. Thanks for the follow. I appreciate it, buddy. Enjoy the show and have fun and greetings from Munich, Germany, wherever you are in this whole wide world. Hey Mess für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, wo auch immer du dich befindest, auf unserer schönen Weltkugel. Ach so, ich muss das noch ändern. Ich habe den Befehl noch nicht geändert. Da steht immer noch drei Keys drin. Habe ich ja nicht. Ich habe nur noch einen. Ach so, ja, warte. Ja, endlich. Laguna Seca. Yeah. Gibt noch eine andere Seite, wo nur deutsche Support ist. Mal schauen. Wie alt bist du eigentlich? Ach so, du hast zum anderen. Ja, Marco, bitte hier. Marco, bitte beherrsch dich. Keine offensiven anderen Viewern gegenüber. N lieb und nett sein. Nicht fragen, wie alt bist du, 10 und sowas. Das ist schon fast irgendwie Bedrohung und sowas. Bitte cool bleiben. Ich wusste, dass Fußballdiskussionen ausarten. Lass das bitte. Ich habe noch 5, ich spiele das nicht in meinem Game. Roffel, dass ich hier echt zwei so unwichtige Fußball. Deswegen, Leute, falls ihr euch weiter über Fußball streiten möchtet und unterhalten, normale Unterhaltung haben nichts dagegen, aber die jetzt streiten und hier fragen, wie alt bist du, lern erstmal schreiben, das ist nicht angebracht. Stoppt das bitte, tragt das per Private Message aus. Steht auch unten in den Regeln. Mal cool bleiben. Sonst muss ich eure Chats doch clearen. Gex, ab wie viel Follower zeigst du dein Gesicht? Hey Tefas, es liegt nicht an den Followern, es liegt daran, dass ich gesund werden muss. Es liegt daran, dass ich momentan nicht gehen kann, nur mit sehr starken Schmerzen und immer hier mit Schmerztabletten hänge. Und das hat nichts mit den Followern zu tun. Genau, sticheln lassen, sonst muss ich euer beiden Chats immer wieder clearen oder euch mal ein, 2 Minuten Bedenkzeit geben. Auch wenn ich euch beide mag, das muss trotzdem nicht sein, das vergrault die anderen. Banker ist, ach so, habe ich gar nicht angemacht, oder? Ist Banker ist an überhaupt hier? Stream Games, doch, ist an. Ach so, stimmt. Jo, merci dir. Ich kann aber bei beiden Füßen nur den großen und den kleinen Zeh bewegen und ist halt schwierig momentan. Und kein Bock hier so, ja, so kaputt immer rüber zu kommen. Muss ja nicht sein. Werde ich dann bestimmt auch sein. Ich suche immer noch den Eingang. Der ist doch normalerweise bei der Boxeneinfahrt. Hinten rum kann man da fahren. Jetzt hat. Ich bleib hier, egal was, Kali Kappa. Merci, Yamgi oder Jamgi. Also mich vergrault es eher nicht. Ich lach mich so kaputt drüber.
Was ist das denn bitte für ein? Hey, Datelmo, oder? Grüß dich, Servus, wie geht's dir? Was meinst du, was ist das bitte für ein Schwan oder so? Oder ist der Satz vielleicht nicht zu Ende geschrieben? Ah, cool, jetzt müsste eigentlich genau. Jetzt müsste die Zielgerade kommen, eigentlich hier. Nee, doch nicht. Genau, ist egal, vergesst das. Habe ich das Race Setup? Ja, habe ich. Was ist das für ein Pussy-Streamer? Meckert hier rum, weil sich zwei etwas streiten oder so. Haha, lächerlich. Ah, vielen Dank für deine Meinung. Ist okay. Also, das. Auch vielen Dank fürs Kompliment, Pussy-Streamer. Es muss nicht ausarten. Wenn es um Fußball geht, dann artet das echt aus, mein Freund. Also, ich weiß nicht. Aber echt cool, merci dafür. Also. Es muss nicht sein, wenn zwei sich irgendwie anmotzen, dass dann 10 andere verschwinden. Und hab dich auch lieb, mein Freund, Pussy Streamer hier. Geile Sache hier. Musst du dir ja nicht geben, kannst ja einfach wieder verschwinden. Und ist das eigentlich hier ein. Ist das eigentlich eine Beleidigung oder so? Pussy Streamer? Wer weiß. Vielleicht. Aber passt ja, ist ja alles cool hier. Bist du und bleibst einer der. Nee, ich bin doch ein Pussy-Streamer, hat der andere gesagt. Es geht gar nicht. Gleich mal hier reinkommen, kein Hallo, kein Wie geht's und sowas, alles klar und so hier. Gleich mal direkt voll in die Fresse rein. Das sind mir die Liebsten hier. Solche Leute wie dich liebe ich. Könnte ich direkt abknutschen, mein Freund. Aber sowas von. Genau, gut, hast du recht, Tefas, hast du recht, Invest TV passt hier. Aber ich finde das total lieb hier. Gleich mal knuddeln und Teddybär schenken, nie wieder loslassen. Oder? Aber es finde ich gut hier. Es gefällt mir. Passt. Musst du nicht. Jedem das seine. Jeder mit seinem Scheiß, weißt? Ich mit meinem Pussy-Scheiß, du mit deinem Scheiß hier reinlabern. Also. So muss das sein hier. Spannend kriegst du nicht mehr ein, hey. Yeah. So. Bist du noch hier in der Nähe hier, Marcel? Schon, ne? Lass mich erstmal diesen komischen Wegpunkt wegmachen. Der ist doch etwas störhaft hier. Ja, du arbeitest ja so in der Kita, du erkennst das ja, ne? Hier. Remove Waypoint hier. Spannend, du erkennst es ja. Aber hey, sowas belebt den Chat doch wieder. So, ich warte mal auf. Müsste die Zielgerade da sein. Woher kommt ihr alle so aus Deutschland? Klar, das werden wir dir natürlich jetzt sagen, wo du so nett warst. Das werden wir dir zu sagen, wo du so nett warst. Einfach so direkt, einfach alle Infos ausspucken hier. Genau, Mallorca hier, vielleicht sogar aus den Philippinen. Überall kommen wir her aus Deutschland hier. Ach, da fahren noch mehr. Ja, hast du recht hier, Spantanix. Ich finde das knuffig hier. Ich finde das knuffig. Dachte ich auch gerade, gell? Ja, hat er recht gehabt. Im Video habe ich Lena also gesagt: Strecke ist cool, ist gut gemacht, aber es ist halt doch nicht wirklich so 1 zu 1 abgefilmt. Ist sehr, sehr breit, aber passt schon so. Ja, aber jetzt hier, beschimpfen müssen wir uns nicht lassen, Jungs, Mädels. Beschimpfen müssen wir uns nicht lassen hier.